Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Wir waren hier stehen geblieben, kurz vor Benicia, und wir hören uns erstmal an, was die Alte zu sagen hat. Ach, das ist sogar ein Sturmgewehr, okay. Ich bin gespannt. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie zu meiner Crew gehört. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Es gibt offensichtlich keine friedliche Lösung hierfür. Nein. Okay, damit beginnt der Kampf gegen das Sonderkommando. Und ja, ui, da geht's so hoch. Was auch immer hier gerade passiert. Wir haben auf jeden Fall ganz schnell eine gesprengt und jetzt backen wir rückwärts. Ja. Das war so nicht geplant. Das war so nicht richtig und es. Wow. Spiel, please. Es lief alles so gut. Okay. Vielleicht können wir uns nochmal andere Gesprächsoptionen anhören. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie es will. Nicht, weil ich Wirklich? Sie gewinne. Was hätte ich sagen Haben sollen? Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Ich kann nicht glauben, dass Sie Ihre Ich erkenne jetzt, dass ich hätte strenger... Okay. Das heißt, direkt nach vorne und diesen Kühlkörper, nee, diesen Dämmeinheit, keine Ahnung, was das ist, das, was explodiert, einfach mal zerschießen. Das geht nämlich ziemlich gut. Okay, das ist nicht gut. Wir müssen auf jeden Fall aufstehen, bevor die stirbt, glaube ich. Au, Alter, das ist doch unfair. Och, Leute, das ist doch unfair. Oh, Leute. Wie gemein. Okay, wir sollten uns eventuell dann direkt mal in Deckung bewegen. Und ich nehme wieder die ursprüngliche Dialogsoption. Sie wissen nicht. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Liara, wirklich? Was hätte Haben ich sagen? Sie schon mal? Es gibt. Ach komm schon, das kann man auch nicht überspringen und nix. Oh, und ich will auch nicht leichter stellen. Definitiv nicht. Okay. Ja. Okay. Erste Phase ist vorbei. Jetzt kommen noch die Gegner dazu. Eieieiei. Super. Nein. Oh, das ist doch gemein. Wie wär's, wenn ich dich haue? Das ist gerade sehr verwirrend für mich. Ich bin schon wieder am Boden. Ach, das ist doch gemein. Lass mich aufstehen. Ich würde gerne, sehr gerne... Genau, Heilung. Ich habe keine Granaten mehr, das ist ein Problem.
das ist ein Problem. Eieieiei. Ich versuche gerade ein bisschen diese Kiste da zu zerschießen. Okay, oder den geht. Ich muss sagen, dass der Soldat gar nicht so die interessanten Fähigkeiten hat. Wir können ihr gerade im Moment nichts anhaben. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir ihr Stärke-Level noch einmal senken. Oh. Da sollte ich gerade ein bisschen fliehen. Sie geht gerade ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Da haben wir doch noch einen Scharfschützen. Okay, das war das Stärke-Level Nummer 2 gesenkt. Nochmal dick geht am Start. Tja, junge Dame. Okay, den haben wir. Tali und Yara sind wieder dabei. Sehr gut. Puha. Okay. Ich will gerade mal diese Fusionszellen zerstören. Okay, wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Das ist weniger wundervoll. Ich sollte mich aus dem Scharfschützenbereich hinaus begeben. Okay, den haben wir erwischt. Ich glaube, da dürfte noch einer sein. Okay, speichert Inhalte. Die Phase haben wir geschafft. Nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Okay. Leute, wir haben es geschafft. Reden Sie, Benezia. Was plant Saren als nächstes? Ich werde ihn nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Ja. Warum sind Sie jetzt in der Lage, sich seiner Kontrolle zu entziehen? Ich habe einen Teil meines Verstandes vor der Indoktrination versiegelt. Habe ihn aufgespart für den Moment, wenn ich bei seiner Vernichtung helfen kann. Aber... Er wird nicht lange vorhalten. Okay, die Indoktrination, das klingt definitiv nicht gut. Wollen Sie damit sagen, dass er Ihnen eine Gehirnwäsche verpasst hat? Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Wie meinen Sie das? Im Inneren der Sovereign hallen Gedanken seltsam nach. Ihre Räume sind verwirrend verwinkelt. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Das hier halte ich für eine gute Frage. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte.
Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden. Besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Ha. Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Koordinaten gefunden haben? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Das ist, ist nicht nett. Wie haben die Rachni es gefunden? Sie haben geduldig gesucht. Es sind territoriale Kreaturen, die fast jeden Flecken ihres Systems kennen. Wofür braucht Saren das Mu-Portal? Er glaubt, es würde ihn zur Röhre führen. Ich würde Ihnen gern mehr sagen, aber Saren hat mir nicht mehr erzählt. Ich war im Prinzip nur eine Sklavin seiner Sache. Sie müssen mir sagen, wo es ist. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht, nur die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe ihm die Koordinaten übermittelt, bevor sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara. Stirb. Und das ist der wahre Kampf gegen Matriarchen Benesia. Uiuiuiui, jetzt geht's ab. Oh je. Ich versuche mich gerade mal irgendwie in Deckung zu bringen. Und wir haben auch noch Asari dabei. Normale Asari. Okay. Die haben wir. Wer bist du? Noch eine Asari-Kommando. Okay. Alter Schwede. Ich bin am Ende. Sie müssen ihn aufhalten, Shepard. Hä, alles in Ordnung? Okay. Ist die Gehirnwäsche wieder vorbei? Ich kann sie noch hören. Wie Metall auf Metall. Es kreischt und hallt wieder. Mutter! Gute Nacht, Kleines. Ich werde dich in der Dämmerung wiedersehen. Kein Licht? Es hieß doch immer, man würde ein helles... Oh. Oh. Und wir kriegen ganz schön Stuff. Hier dient als unsere Stimme. Wir können nicht singen, nicht in dieser Enge. Eure Musik ist farblos. Das ist jetzt nochmal ein Knackpunkt auf dieser Storyline. Und ich habe lange mit mir getadert, wie genau ich das löse, aber ich denke, ich habe so ungefähr eine Idee. Mal gucken. Wir haben genug Plasma in sie reingepumpt, um einen Panzer zu zerfetzen. Dieses Gefäß wird bald zerbrechen. Und doch wehrt sie sich. Du kannst ihre Größe allerdings nicht sehen. Wir hauchen ihre Glut an.
Wir sind die Mutter. Wir singen für jene, die zurückblieben. Die Kinder, die ihr für verstummt hieltet. Wir sind Rachni. Ja, die Rachni-Königin spricht darüber, über diese Asari. Ihr... Haben Sie Ihren Leuten befohlen, das Wissenschaftsteam zu töten? Nein, wir wurden hier eingesperrt. Die Kinder sind jenseits unserer Gesänge. Wir haben sie an die Stille verloren. Die Kinder, die wir gebaren, wurden uns genommen, bevor sie das Singen erlernten. Wir haben sie an die Stille verloren. Beendet ihr Leiden. Sie können nicht gerettet werden. In ihrem jetzigen Zustand werden sie nur Schaden zufügen. Ich verstehe das nicht ganz. Warum töten ihre Kinder Leute? Diese Nagelmänner. Sie stahlen uns unsere Eier. Sie wollten unsere Kinder in Kriegsbestien verwandeln. Klauen mit keinen eigenen Liedern. Unsere Ältesten fürchten die Stille nicht. Aber Kinder kennen nur Angst, wenn niemand zu ihnen singt. Angst hat ihren Verstand zerschmettert. Verstehe. Ein Baby, das man bis zum 16. Lebensjahr in einen Schrank sperrt, wird geistig nicht gesund sein. Ja, so ungefähr. Okay, okay. Ich glaube nicht, dass sie mir die Wahl lassen werden. Bevor du zu unseren Kindern kommst, musst du an uns vorbei. Was wirst du singen? Lassen sie mich frei? Werden wir ein weiteres Mal verklingen? Sehen Sie die Tanks da? Säure. Stark genug, alles zu töten, unabhängig von der Biologie. Sie hätten die Tanks nicht angebracht, wenn sie keine Angst gehabt hätten, dass sie sich losreißen könnte. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie haben die Kroganer zu weit gehen lassen. Wir haben jetzt die Chance, gleichzuziehen. Sie hat uns nichts getan. Ihre Gefährten hören die Wahrheit. Du hast die Macht, uns zu befreien. Oder unser Volk wieder der Stille der Erinnerungen zu übergeben. Ja, genau diese Entscheidung. Wenn ich sie leben lasse, werden sie dann wieder andere Rassen angreifen? Nein. Ich weiß nicht, was im Krieg passiert ist. Wir haben nur Missklänge gehört, Lieder mit der Farbe öliger Schatten. Wir würden einen geheimen Ort suchen, an dem wir unseren Kindern Harmonie lehren könnten. Wenn sie verstehen, kommen wir vielleicht zurück. Sind sie Überlebende des Kriegs? Ein Klon? Das wissen wir nicht. Wir waren nur ein Ei und hörten Mutter in unseren Träumen weinen. Ein Klang aus dem All brachte eine Stimme nach der anderen zum Schweigen. Er zwang die Sänger, mit seiner eigenen, bitteren Melodie mitzuschwingen. Dann erwachten wir hier. Das letzte Echo jener, die von dem singenden Planeten stammen. Der Himmel schweigt. Und ich kann diese Spezies einfach nicht ausrotten, Leute. Es geht nicht. Ich werde nicht ihre gesamte Rasse vernichten. Sie werden überleben und frei sein. Du wirst uns die Chance geben, uns neu zusammenzusetzen? Wir werden uns an dich erinnern und unseren Kindern von deiner Güte vorsingen. Und ich hoffe, dass das nicht auf uns zurückfällt. Ich guck noch mal ganz kurz, was wir hier Schönes haben.
Ich glaube, ich nehme das einfach mal mit. Wir haben ein neues Turianer-Gedöns. Ja. Ansonsten beim Squad. Ich verteile noch mal ganz kurz meine Sachen. Sturmangriffstraining. Genau. Das lohnt sich eigentlich weniger. Reduziert sich da irgendwo die Nachladezeit? Ich glaube nicht. Okay. Sonst mache ich eventuell nochmal hier das hier. Obwohl ich das auch fast nie nutze. Das ist eigentlich echt traurig. So. Liara, du wolltest Singularität erhöhen. Noch 2 Level und dann hat's es. Und du, Kleines, wolltest hier das hier lernen. Perfekt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Noveria verlassen. Und diese Kiste noch mitnehmen. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis dahin einen wunderschönen Tag. Tschüss.